Habe ich dir erlaubt, hier stehen zu bleiben, oder? Sag mal, Kollege, können wir das hier mal ganz kurz einmal abstoppen hier? Ohne ihn! Schön, dass ihr am Start seid. Ich bin Holle 2614 und wir werden heute den besten Burger Europas testen. Ich bin so gespannt, ob der Burger alle Rekorde bricht. Ich bin richtig gespannt. Der könnte jetzt wieder das Ranking sprengen. Das wird wild. Scheiße, ich muss mit dem Schiff fahren, naja. Nein, das ist nicht normal. Wieso 80 Euro? Nein, ich habe was Falsches gedrückt. Wieso 80 Euro, Mann? Der Sprit ist schon so scheiße teuer, das muss man einfach mal sagen. Das habe ich echt nicht verdient, Mann. Hey, gib mir mein Ticket nicht. Oh, ich habe doch nichts gemacht. Mann, das wird teurer Burger. Ist das jetzt egal, wo ich fahre und ich muss pissen, Mann? Aber das macht alles wieder gut. Hört ihr die Möwen? Kindheitsfeeling, Mann, wo ich mit meinen Eltern immer am Meer war. Denkt an meine Kommentare. Ein random Kommentar wird wieder angepennt. 50 Euro an irgendjemanden. Suche ich mir raus, pinne ich an und gerne auch die Tipps. Dieser Tipp ist auch von euch gewesen. Jetzt geht's nach Dänemark. Irgendwas mache ich falsch. Keiner ist hier. Da niemand. Das sind so die Insider unter sich. Die wissen, was sie machen, wenn sie auf Fähre sind. Ah, man darf gar nicht im Auto bleiben. Jetzt haben die das durchgesagt. Moin, Chef. Grüß dich. Chef, what's going on here? Looks good, ne? Ich belästige ihn. Ich bin am Start in Dänemark. Mein Navi hat mich wieder woanders hingeführt. Jetzt muss ich 20 Minuten zu Fuß gehen. War scheißegal, nochmal ein bisschen Sightseeing. Sehr schöne Stadt, Kopenhagen. Muss ich euch wirklich sagen, schöne Stadt. Wenn der Burger jetzt so schmeckt, dann war nicht alles umsonst. Nein, es war trotzdem nicht alles umsonst, aber ihr wisst, was ich meine. Der Burger muss natürlich jetzt knaftig, schmackhaftig schmecken. Da wird ihr schon mal vorbereitet, Leute. Ich bereite mich mental schon auf irgendeine Cheat-Day-Folge vor. Oh, ja. Ein Kilometer noch, dann bin ich da. Ich muss auch sagen, sehr viele schöne Frauen hier. Ich weiß nicht, ob Kopenhagen dafür bekannt ist, aber außergewöhnlich viele. Dass meine Freundin dieses Video nicht guckt. Ich möchte euch das Feeling vermitteln, wie ich das jetzt hier die erste Sekunde gesehen habe, damit ihr die ganzen Emotions fühlen könnt, die ich fühle, wenn ich jetzt einen Burger esse. Ihr müsst euch so vorstellen. Ich nehme meine hässliche Fresse doch aus dem Bild. Warte mal. Ich komme so um die Ecke hier. Bam. Absolut unscheinbar, ne? Muss man einfach mal sagen, absolut unscheinbar. Denn sehe ich die Spritpreise, ich dachte erst, scheiße, hätte ich mal nicht in Deutschland getankt. Aber das ist, glaube ich... Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf oder ob ihr schon wieder denkt, ich bin völlig dämlich. Aber ich habe so ein paar Preise übergesehen. Pizza 55 stand da. Zahlt man hier noch mit dänischen Kronen? Nicht, dass ich jetzt keinen Burger kriege, Mann. Das wäre richtig Absturz. Oh, also wenn das keine dänischen Kronen sind, weiß ich auch nicht. 35 steht beim Burger. Ich mache folgende Taktik, Leute. Ich bestelle einfach einen Burger, dann rücke ich meine Euros raus. Und wenn ich damit nicht bezahlen kann, dann schenken die mir bestimmt den Burger. Und dann muss ich überhaupt nicht zahlen. Ausgedribbelt. Ich mit meinem scheiß Englisch kann ich schon mal sagen, es ist alles Bio, das Fleisch. Und es wird halt alles frisch gemacht, nicht so wie bei McDonald's, zack, Auslage. Und die fragen jetzt nach, ob ich drinnen aufnehmen kann. Ich hoffe, ich kann ein paar Burgeraufnahmen mitnehmen. So viel Röstung auf dem Patty habe ich selten gesehen. Und das Bun sieht auch schon mal richtig, so richtig matschig, wie ich es gerne mag. Ich glaube, das wird ein Krieger. Ich darf rein. Ich habe wieder meinen Schwiegersohn Lächeln aufgesetzt und jetzt kann ich rein gleich. Hab's auch gewusst, Mann. Und jetzt check ich, das ist ein echt Kronen hier, Mann. Ich hab sowas alles nicht vom Zettel. Ich hoffe, die wird eingeladen, aber vielleicht kann man auch mit Karte zahlen, dann rechnet er das um. So, wisst ihr? Hello. Hi. Thank you so much. My English is very bad. It's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you know I'm about to warm up. Yeah, it's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you. Thank you. I eat it outside and then I come back here to you. Thank you. Okay, krasse Nummer. Also, ich habe nochmal gefragt. Es führt kein Weg drum, dass ich den Butterburger nehmen musste. Da habt ihr gesehen, eine dicke Ladung Butter rauf. Und die haben zweimal Pfeffer aufgemacht, zweimal Salz. Ich weiß nicht mehr genau. Wir müssen jetzt erstmal fressen. So, ich fresse jetzt einfach hier ganz stumpf an der Straße. Das sieht mir
so richtig flauschig aus. Ganz, ganz flauschig, wie eine Wolke. Da ist der Buttertaler. Oh. Breitbeinig stehe ich hier, weil sonst ist dieser Aufsatz hier zu kellen. Noch einmal für euch. Der sieht Endgegner aus. Er sieht komplett Endgegner aus. Ganz liebe, süßliche Gurken. Von oben bis unten, auch von außen. Und es werde einmal komplett in Butter getränkt, nicht nur von innen. Alles, das ist so fettig, das ist so heftig fettig. Eine richtig schöne Süße. Schöner Charakter vom Bun. Ich stehe echt wie ein Esel, guck mal. Wo stehe ich? Der Bun war gerade so stark geröstet, das hat geknirscht wie ein Chip im Mund. Wie den originalen Cheeseburger. Den muss ich noch probieren. Ich sag nur so viel, die Benotung, oh, ich weiß nicht, was ich da geben soll. Ich muss jetzt erstmal einen Cheeseburger holen. So Leute, ich habe hier eine Dame noch, die ist tatsächlich, was der Stammgast hier, is this the best burger in Europe? Yeah? You know, shall I answer now? What? Olga, yes. Shall I answer now? Yes, answer good. Now, please. I don't know about Europe, but here is the best burger in town. Very good. Okay. Thank you so much. You're welcome, Olga. Thank you. Enjoy. So, und das war mein Cheeseburger. Boah, wird mein Burger-Ranking gesprengt oder nicht? Ihr habt den Burger eben gesehen, ihr habt meine Reaktion darauf gesehen. Oh, und jetzt noch der Cheeseburger. Von der Optik. Haargenau gleich. Schön käsig. Also eins kann ich euch schon mal sagen. Die Lieblichkeit, wenn du einen Burger reinbeißt, ist unvergleichbar. Noch nicht gehabt. Das ist das Fleisch, das habe ich vorhin falsch gedacht. Ist unvergleichbar, habe ich noch nie gehabt. Dann kommt die liebliche Käsenote. Der Butterburger war perfekt, weil durch die Butter noch, das hat das Ganze natürlich weicher gemacht, fett durchzogen. Habe ich dir erlaubt, hier stehen zu bleiben, oder? Nur der Cheeseburger, wirklich ein sehr guter Burger, aber nicht Weltklasse. Der Butterburger ist ein Weltklasse-Burger. Alter Mann, was soll ich machen, Alter? Für mich ist es eine 8,7 Punkte. Einer mit Sicherheit der besten Burger überhaupt. Aber dafür, dass es kein Smash Patty war, hat mir ein bisschen der Fleischgeschmack, der intensive, noch gefehlt. Und, oh, was hat mir noch gefehlt? Ich kann es gar nicht genau sagen, Mann. Aber es hat noch mal, es war wirklich, ich schwöre euch, so ein hammerlecker Burger. Diese Lieblichkeit, dieses knusprige, Cheese-Note, dieses buttrige, es war krank. Ich weiß nicht, was gefehlt hat, Leute. Ich weiß nicht, was gefehlt hat. Aber an meine 1 kommt es nicht ran. An meine 2 Einsen kommt es nicht ran für mich. Ich lasse es jetzt einfach so, weil es ist ehrlich. Was soll ich jetzt 100 Jahre nachdenken? Sag mal, Kollege, können wir das hier mal ganz kurz einmal stoppen hier? Am Ende des Tages bewertest du die Gesamtperformance vom Burger. Da hat es nicht gelangt für die 1. Aber es ist ein kranker Burger, Mann. Lohnt sich, den zu fressen. Bin froh, hierher gefahren zu sein. Lass einen Daumen oben, dann ein Like und einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen, Mann. Das Video hat mir echt Spaß gemacht. Die Tour hier allein nach Dänemark. Jetzt werde ich noch eine Döner-Tour wahrscheinlich machen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ach, Bruder, Mann, ich weiß echt gerade nicht. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Video. Every night in my dreams, I see you appear.